und Hallo liebe Raubfischleser! Wenn es jetzt nicht klappt mit dem dicken Barsch, dann weiß ich auch nicht. Herzlich willkommen am Grillensee im Südosten von Leipzig. Die Redaktion hat uns hergeschickt und dieses Gewässer ist erst seit 18 Tagen zum Angeln freigegeben, nämlich ab 1. Juni 2012. Und wir wollen es wissen, ja? Also was geht hier? Und wir haben das Wasser schon mal angeschaut, es ist sehr klar, sandiger Boden. Auf dem Sander lässt das nicht unbedingt schließen, das ganz klare Gewässer, weil sich die schlecht vermehren. Aber Barsche und Hechte müssten zumindest dran sein und René ist heute mit dabei und ist tatkräftig hinter der Kamera und auch hoffentlich vor der Kamera im Grill zu sehen, wenn irgendwas passiert. Und wir schauen mal, was geht hier. Weil ich ja nicht weiß, was in dem Gewässer geht, wie die Struktur ist, was ich hier eigentlich brauche. Ich habe 4 Routen dabei. Ja, wie ein Chirurg werde ich das Gewässer zerlegen und habe hier meine verschiedenen Skalpelle dabei. Einmal fürs Gummifischangeln, eine Route fürs Wobblerangeln, eine fürs Jerkbaitangeln und hier zum Dropshotten. Eigentlich alles dabei, kann aber nur mit einer Route angeln zum Beginn. Also muss ich mich für was entscheiden. Und zwar will ich jetzt erstmal mit einem kleinen Köder anfangen. Denn in einem Gewässer, was ich noch nicht kenne, wo ich nicht weiß, wie der Fischbestand aufgebaut ist, empfiehlt es sich, nicht auf einen großen Köder zu setzen und stur den durchzufischen in der Hoffnung, da kommt dann ein großer Fisch, sondern eher erstmal anzufangen mit einem kleinen Köder, der sehr viele Abnehmer findet. Und das werde ich jetzt erstmal auf Barsch machen und dann nehme ich diesen, weiß ich schon, was ich nehmen will, diesen kleinen Slotter-Shad von Uli Beyer, 8 cm mit einem 8 Gramm Köpfchen, 7 Gramm Köpfchen und dann ein bisschen die Uferkante ausangeln. Und das ist die erste Taktik, auf die ich jetzt setze und dann später eventuell nochmal zu wechseln. Da wir hier gut Strecke machen müssen, also der See ziemlich groß ist und wir vom Ufer aus angeln, habe ich jetzt natürlich nicht die Lust, die ganzen schweren Taschen mitzuschleppen, das ist natürlich klar. Also mache ich jetzt schon mal eine Vorab-Auswahl, was ich an Ködern mitnehme, ja? Und packe mir das hier in diese Gürteltasche rein, ein paar Bleiköpfe, ein paar Gummifischchen, ein bisschen Vorfachmaterial, ein paar Einhänger und dann bin ich eigentlich gut gerüstet und kann mich dann aufs Angeln konzentrieren und bin ein bisschen frei beweglicher. Ja? Ja, der See ist ziemlich eckig, wie so ein Viereck sieht er aus. Da vorne ist eine große Spitze, die ins Wasser geht, die sehr flach ausgeht. Und jetzt haben wir es vormittags um 9. Wir haben also bis abends Zeit zu angeln. Aber ich denke mal, wir werden mit dem Auto noch mal rumfahren, uns von der Seite des Sees nähern und gleich dort an der Spitze hin und her angeln und gleich alles auf eine Karte setzen und die zumindest erstmal optisch beste Stelle erstmal ordentlich ausangeln und dann später um den See rumfischen. Ich denke mal, das ist die beste Taktik. Und dann auf mathematische Wahrscheinlichkeit angeln. Einfach mit dem kleinen Köder fischen, absuchen und dann gucken, wo wir was zu fassen kriegen. So. Hier geht es ein bisschen flach rein. Ich versuche mit dem kleinen Gummi auf Barsch. Warum Barsch als erstes? Weil das ist der Brotfisch in den meisten Gewässern. Ne? Da kommt man also ziemlich zügig zum Erfolg. Wir haben heute einen heißen Tag, es werden über 30 Grad. Es ist Mitte, Ende Juni jetzt, 18. Juni ist jetzt. Und wenn wir Pech haben, sind die Barsche im Freiwasser unterwegs und wir kriegen keinen zu fassen an der Kante. Aber ich will mal optimistisch sein und das mal probieren eine ganze Weile. Und je nachdem, was sich dann tut, dann eventuell noch andere Taktiken anwenden. Ich merke jetzt schon beim ersten Wurf, dass es hier draußen und vor der Kante ganz schön tief runterfällt. Ja. Es geht was leicht rein, aber es fällt schon ganz schön ab. Was normal ist, weil das früher mal ein Baggersee war. Da wurde laut Schild, was da vorne steht, über 20 Meter oder 28 Meter sogar gebaggert. Nur kenne ich die Struktur überhaupt nicht. Das heißt, erstmal durchangeln ein bisschen. Und es gibt auch noch keine Referenzen von dem Gewässer, weil es ja frisch zum Beangeln erst freigegeben ist. Boah, jetzt hatte ich 2 Bisse gehabt hier draußen. Na, schau euch mal an, was die mit dem Köder gemacht haben. Krass. Erster Biss, bumm, hing nicht beim Absinken. Also Meter über dem Boden stehen sie. Dann habe ich weit nach oben angehoben. Poing, der nächste drauf, den hatte ich sogar dran. Das war ein Barsch vom Schütteln her. Und wieder weg. So, schweren Kopf halt genommen, und dass ich weiter rauswerfen kann. Und hier hinten ist die, ich glaube, die Stelle nochmal getroffen, halbwegs.
Den ist vielleicht so 6-7 Meter nur tief, ne? Im Gegensatz zum Rest des Sees, wo es sehr steil runtergeht. Ich bleib mal dran, ich angel das mal weiter aus und wenn noch eine ranlangt, dann sehen wir uns hoffentlich gleich wieder. Schatten gesucht. Bei fast 30 Grad in dieser Sonne ist das gar nicht so einfach, selbst mit Sonnenschutz, ne, für die Haut. Folgendes, ich hatte jetzt den Biss in dieser, was heißt relativ flachen Bucht, auf voller Distanz gehabt. So, also weiter komme ich mit dem Gummiköder nicht raus. Deswegen habe ich mich jetzt hier dazu entschlossen, einen Dropshot-Montage zu nehmen. Da habe ich ein 20 Gramm Blei. 20 Gramm Blei kann ich volle Kanne rauswuchten, das fliegt unglaublich weit. Fast dreimal so weit, wie ich das mit dem Gummiköder schaffe. Und habe dazu einen normalen Wurmhaken genommen, einen Einzelhaken und einen Gummiwurm aufgefädelt. Also ich kann das Blei also auf dem Grund liegen lassen, draußen auf der vollen Distanz, wo ich die Fische vermute. Die Schnur locker lassen, das Würmchen tingelt dann so zum Boden. Und dann immer nur in diese gespannte Schnur einmal kurz anziehen, dann haut das Würmchen so nach oben und es bleibt dabei auf dem Boden liegen. Das kann ich 3-4 Mal auf der Stelle tanzen lassen, dann das Würmchen. Versetzt dann mit 2, 3, 4 Kurbelumdrehungen das Dropshot-Blei ein Stück und macht das dann da wieder. Und da kann ich, wenn Barsche draußen stehen, die um den Verstand kitzeln. Hoffe ich zumindest, dass das funktioniert. Aber ich wechsle das auch immer wieder mal zwischen dem Gummiköder mit dem Bleikopf und der Dropshot-Montage. Ich bin mir noch nicht sicher, was jetzt hier heute am besten funktioniert an deinem Platz. Und deswegen habe ich das Dropshot-Rig einfach hier eingehängt. Ich habe diesen normalen Einhänger hier, von meinem, wo ich meinen Gummiköder sonst einhänge mit dem Bleikopf. Und da einfach nur diese Schlaufe, an dem diese ganze Montage hier hängt, kann ich abmachen. Einhängen, schnell mal abfischen auf der Distanz. Aber ich fange mit dem Gummiköder wieder an, die Stelle. Erst mit dem ganz kleinen, dann mit dem bisschen größeren. Und zum Schluss mit dem Dropshot nochmal ganz feine ausangeln. Ja? Falls es einen Anfasser gibt auf dem Gummiköder bei den ersten Würfen und ich krieg den nicht oder irgendwie kann ich mit dem Dropshot nochmal da kitzeln, weil ich ja weiß, da sind Fische. Okay, so viel zur Taktik. So, erster Fisch, hart umkämpft hier. Auf einen kleinen Slotty gebissen, 1 Meter vom Ufer. Wir haben noch erzählt und dann hat es Peng gemacht. Das gibt's ja nicht. Das gibt's ja nicht. Also es kann sein, dass das Rennes Hecht ist, den ich jetzt... Ich weiß nicht, von der Maserung muss man auf dem Film schauen, aber das ist. Auf jeden Fall habe ich den Hybrida-Wobbler jetzt hier reingesetzt. Und am Schiff lasse ich ihn vorne stehen, kommt er von unten hochgeballert, haut sich den weg und hängt aber nicht. Ich führe den nochmal vorbei und der kommt nochmal und holt sich den. Aber ich lasse ihn jetzt gleich wieder zurück, bevor ich den hier noch irgendwie verletze. Aber schaut euch das an. Frechdachs. Das kann ein neuer Hecht sein, muss aber nicht. Ja, ja. Tänzel, Tänzel. Könnt ihr euch nicht vorstellen, wie heiß das jetzt hier ist. Ich verbrenne mir absolut die Hucke. Die Fische werden wahrscheinlich genauso wenig Lust haben. Ja, der Renny hat den einen Barsch da im Schilf rausgeärgert mit dem kleinen Slotty. Ja, so ein kleiner Köder findet halt schnell einen Abnehmer auch. Ne? Jetzt haben wir gedacht, das wird jetzt öfter funktionieren, aber nix da. Also kann man einen Tag auch am Wasser verbringen. Wenn die Barsche jetzt noch nicht beißen wollen in der Hitze, dann warten wir halt ab, machen uns eine schöne Zeit und irgendwann kommt die Beißphase. Ich denke mal, heute Abend in der Dämmerung kriegen wir auf den flachen Strand bestimmt einen zu fassen. Wir versuchen es zumindest. Auf die Jerkbait-Sache habe ich keine Lust mehr da hinten. Da muss ich erst ganz hinten wieder reinlaufen. Oh nö. Wir denken, wir verfolgen mal die Strategie, noch auf Barsch zu gehen heute Abend. Einer mit Wobbler, einer mit einem Gummiköder und gucken wir mal, was geht. Und bis dahin haben wir uns eine schöne Zeit.
bei mir hier ein schöner Barsch eingestiegen. Wir haben hier eine Flachwasserkurve, eine Ecke, wo der Wind extrem drauf drückt. Und da scheinen sie jetzt zu stehen, so auf 3 Meter Wasser. Als wenn der angemault ist. Guck dir die Farbe an. Petri. Ey, geil ist das. Wie geil ist das denn? Na ja, das sieht aus, als wenn er Farbe verschluckt hat. Grüne Farbe. Guck dir das an. Guck dir die Färbung hier an. Das gibt's ja gar nicht. 75 cm. Unglaublich. So was Grünes, das ist eine Färbung, das ist der Hammer. Ich dachte es, das ist der Endbarsch auf dem Dropshop, Dropshot-Wurm, genau. Ja, großartig und riesen Glück gehabt, dass der die Montage nicht zu fassen bekommen hat. Also bei dem Hechtbestand wäre ich jetzt nur noch mit Stahl weiter angeln und auf Dropshot verzichten. Das ist zu gefährlich. Aber das ist doch eine Sache. Ich habe einen kleineren Hybrida-Wobbler gewechselt und jetzt lasse ich den reingepfiffen hier. Ganz im flachen Wasser, vielleicht nur 2 Meter tief, 1,50 wenn überhaupt. Obwohl die Leute hier baden, ne? Unglaublich viel Action im Wasser, juckt den nicht, boah, drauf. Geil. Wir haben ja einen Sturm bekommen jetzt abends, wie vor Kap Horn. Deswegen beenden wir das Angeln auch jetzt. Und der Grillensee ist auf alle Fälle eine Tour wert. Wir haben 6 Barsche und 6 Hechte gefangen. Oder? Nee. 6 Hechte und 4 Barsche, so war es, genau. 6 Hechte und 4 Barsche. Eigentlich ein schönes Ergebnis. Die ganz großen Barsche, wie befürchtet, wahrscheinlich im Freiwasser draußen. Da sind wir ein bisschen zu spät, es ist zu warm schon. Und auf der Ostseite, auf der Westseite, auf der Straßenseite drüben ist er halt tief, der See. Geht sehr steil runter. Und auf der anderen Seite, auf der Nauenhofer Seite, ist er recht flach auslaufend. Und wir haben die Fische dann abends nochmal im Flachwasser mit den Wobblern und auch mit dem Gummiköder bekommen. Hat also alles funktioniert. Wir haben die Mittagsbeißflaute gut genutzt, indem wir baden waren, Eis essen und ein bisschen gechillt haben und haben unsere Energie aufgetankt, um abends richtig anzugreifen. Und das war der beste Plan hier am Grillensee. Wobbler hat gut gefangen, Barschdekor, natürliche Dekors. Kleine Gummiköder haben funktioniert und ja, brauchen wir uns nicht schämen, oder? Petri.